Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Silent Hill 3. Wir haben jetzt, oh, ist noch gar nicht mal so spät, 20:54 Uhr, aber auf jeden Fall ist es inzwischen dunkel und deswegen werde ich jetzt weiter hier aufnehmen. Und ich habe die Einstellungen etwas verändert. Es ist jetzt etwas lauter. Die Lautstärke war von Sound an sich und Musik auf 5 eingestellt. Ich habe es jetzt auf 6. Und ich hoffe, dass dieser Köter mich nicht sehen wird, mich nicht bemerken wird, dass ich vorbeigehen kann. Mann, ist der laut, der macht einen Lärm, ey. Kaputt. Nein, du siehst mich nicht. Auch wenn er direkt neben mir ist. Du siehst mich nicht. Du frisst mal schön weiter, bitte, ja? Friss einfach weiter. Genau so. Braves Hündchen, braves Hündchen. Ganz brav. Und, oh nein. Oh Gott sei Dank, ich kann da rein. Wo bin ich denn jetzt hier? Gott, ist das dunkel. Ich sehe hier gar nichts. Naja, ein bisschen, aber nicht so viel. Oh, eine Leiter. Aber die kann ich jetzt noch nicht runterholen, oder? Eine Leiter hängt zur Hälfte von der Decke. Ja, ach nee. Selbst wenn ich auf den Tisch, nee, Quatsch, auf dem Tisch stehe und mich strecke, kann ich sie nicht erreichen. Wenn ich nur was hätte, mit dem ich sie fassen könnte. Tja, dann werden wir wohl noch etwas finden müssen, ne? Okay, da ist wieder mal alles kaputt. Ja, und ich glaube, hier sonst, so an sich war hier auch nichts mehr weiter. Erstmal. Mal eben kurz auf die Karte gucken. Also, wir sind jetzt hier. Genau, da ist ein Kringel. Zum Zeichen ist da noch was gemacht werden muss. Da an der Seite ist nichts mehr. Da hinten wimmelt es von Monstern. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Dann ist da der Gang und dann sind da die. Oh Gott, die Toiletten. Oh Gott, da war irgendwas Schlimmes. Da war. Oh Gott, die Toiletten. Da fürchte ich mich jetzt schon vor, obwohl ich noch gar nicht da bin. Da hinten war auch noch eine Tür, aber da ist, glaube ich, dann nichts. Egal, ich gucke jetzt einfach mal nach und hoffe nicht allzu sehr verletzt zu werden. Hallo Boxy. Der sieht mich auch, glaube ich, in der Dunkelheit, ne? Ja. Ein Glück, dass die so langsam sind. Aber ich glaube, hier war noch ein Boxy. Ja, oh, der ist ja direkt hier vorne. Hi, 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 hi. Und auf Wiedersehen. Kaputt, ne? Ja. Uah. Schnell weg hier. Schnell weg, schnell weg. Oh Gott sei Dank, ich kann hier rein. Uhuhuhu. Oh, das ist gut. Das ist ein sehr wichtiger Raum. Ein sehr, sehr wichtiger Raum. Okay, alles klar. Hier ist, glaube ich, nichts, ne? Nee, genau. Ja, ich habe eine Taschenlampe. Gott sei Dank, die ist ja sowas von wichtig. Na, wo guckst du hin? Ah, ja. Ein Erste-Hilfe-Kasten und Patronen für die Pistole. Und das gleiche nochmal. Das ist aber sehr schön. Und sonst ist hier auch nichts weiter in dem Raum, oder? Nö, das sieht nicht so aus. Da steht aber was an der Wand. Was steht denn da? Achtung! Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie den Raum verlassen. Es ist offensichtlich, wenn es nicht ausgeschaltet wurde. Okay, dann machen wir das mal. Da ist ein Lichtschalter. Im Moment ist es an. Licht ausschalten? Ja, ne? So. Und raus. Boah. Nein, lass mich. Wow, wieso? Na. What? Dann kann ich ja noch hier gar nicht in die Toiletten rein. Komisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich kann echt nicht. Doch, das eine Klo habe ich übersehen. Ach. Das ist doch scheiße, ist das doch. Wow. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich. Oh. Holla, 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 holla. Oh. Oh, scheiße. Wo muss ich denn jetzt lang? Und ich sage, glaube ich, viel zu oft, ach, scheiße. Hallo, Boxy. Und auf Wiedersehen, Boxy. Und wo muss ich denn lang? Boxy, sag mir doch mal, wo ich lang muss. Hier kann ich ja überall nicht lang. Wow! Oh, scheiße. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Oh Mann, wo muss ich denn jetzt lang hier? Hetz mich nicht, Leute. Oh Mann.
Oh Mann. Oh Mann. Oh Scheiße. Oh, wie schwer bin ich denn überhaupt verletzt? Und ich habe noch keine vernünftigen Waffen. Oh, Leute, das regt mich hier gerade auf. Das regt mich gerade sowas von auf. Sag mal, ist hier überhaupt... Ist hier überhaupt irgendetwas Sinnvolles? Nochmal eben auf die Karte jetzt gucken. Ich drehe hier gleich echt am Rad. Nee, hier ist noch nicht mal was. Dann kann ich doch hier auch... einfach nur verschwinden wieder. Ich sag, oh, lässt du mich wohl los, du Mistviech, ey. Ihr könnt mich alle mal... Obwohl, da hinten war jetzt, glaube ich, gerade was. No. Lasst mich doch jetzt mal einfach alle in Ruhe. Hier vorne nämlich. Da, siehst du, da kann ich ja wohl lang. Oh. Leute, ihr stresst mich hier ohne Ende. Aber hier geht's eigentlich weiter, oder? Aber an sich zurück muss ich ja so oder so. Ja, okay, dann bleibe ich jetzt auch erstmal hier. Oh Mann, das mit dem Hund und dem Boxy eben, das war ja wohl mal... Boah, bin ich jetzt verwundet irgendwie, weil er hat ja eben auch an mir rumgezerrt. Nee, es geht eigentlich. Das geht noch. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier war ich doch schon mal. Das ist das mit denen so, ich hasse Kleider nicht, aber ich will die jetzt gar nicht anziehen. Ja klar, jetzt nur halt alles verändert in der Parallelwelt. Ist das eklig, ey. Oh. Das, wo ich zum ersten Mal einem Monster begegnet bin. Na, sagt sie jetzt sowas? Diese Kleider... War da gerade was? Nee, doch nicht, okay. Diese Kleider sind furchtbar dreckig. Überall Blutflecken? Die waren vorher nicht so. Was könnte passiert sein? Ja, gute Frage. Fragt sich auch nur, ob ich das wissen will. Ah, ich habe einen Kleiderbügel. Na, ich denke, ihr könnt euch schon denken, wofür das ist, oder? Nochmal ein Bügel, oder? Ah, nee, aber ich habe eine kugelsichere Weste. Das ist gut. Die werde ich auch noch... ja. Die werde ich auch noch benutzen, aber nicht jetzt. Das benutze ich hinterher mal für einen Boss-Fight. Und sonst eigentlich nicht, weil die schutzsichere Weste so, mich verlangsamt. Also wenn ich renne. Und ich glaube sogar fürs normale Gehen. Ja, ich weiß, ich gucke oft auf die Karte, aber ich muss eben mal gucken. Oder war das da mit den Toiletten? Oder kann ich da nicht rein? Ich weiß nämlich nicht genau hier, welche Türen ich... Ach, das war schon rangezoomt. Na toll. Welche Türen ich dann hier betreten... öffnen kann und welche nicht. Naja. Oh mein Gott, 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 Hilfe. Oh mein Gott. Oh Gott. Lasst die Tür heile, Leute. Lasst die Tür wirklich einfach heile. Dann hat sich das eh erledigt. Wenn ich da eh nicht durch kann, dann... Oh, ich erschrecke mich jedes Mal. Eigentlich weiß ich doch, dass da sowas kommt. Und trotzdem habe ich mich gerade mega erschreckt. Scheiße. Und ich rede garantiert sehr... viel zu viel und viel zu schnell vor allem. Nein, lass mich. Eigentlich doof, dass der Hund nicht hinterherkommt, ne? Der müsste doch hier... Wow, 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 wow. Karte. Ich will noch unbedingt in dieses Klo rein. Zwei Türen. Eins. Zwei. Wow, drei, 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 hier, drei. Drei hier, drei, 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 drei Dingens. Licht. Oh. Ah. Da steht was. Und hier an sich in den Klos ist ja nichts, ne? Nö. Dazu sagt sie auch nichts. Und Igitt, ein versifftes Klo. Ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich nur hinsehe. Brechreiz wohl eher, ne? Und hier ist eine Zugetür. Ist da tatsächlich jemand drin? Aber mehr sagt sie auch nicht. Aber wer könnte denn da drin sein, dann auch? Ich meine, ich sehe da niemanden drin, ne? Ihr? Ne, irgendwie nicht. Naja, egal. Dann nehme ich mal das Zeug hier. Ich habe ein Reinigungsmittel. Okay. Dann gehe ich mal wieder.
Mein Gott. Oh, Scheiße. Es ist mit Blut getränkt. Aber es ist niemand hier. Hat jemand geantwortet? Oder bin ich das nur? Oh Gott, schnell weg hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, Leute. Oh, Scheiße. Ja, ist klar. Nein, lass mich. Lass mich bloß in Ruhe. Lasst mich alle bloß in Ruhe. Ich will nur noch hier weg. Ich will nur noch weg. Oh Gott, ist das Scheiße. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Leute, das ist echt nicht witzig hier. Das ist echt nicht witzig. Nicht für mich gerade. Oh. Oh, ich wusste, dass sowas da mit dem Klo ist irgendwie. Ich wusste es ja, aber es ist jedes Mal, obwohl man es weiß, es ist so gruselig. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich grusel mich gerade so extrem. Kleiderbügel. Ein Kleiderbügel aus Draht, den ich in der Boutique mitgenommen habe. In der Boutique? Muss das nicht heißen, aus der Boutique? Egal, verwenden. Oh. Ja, sieht ja gut aus. Müsste klappen. Und dann los, Heather. Bieg das Teil auseinander und mach dich lang. Ja, Mädel, geht doch. Ja, kann ich da jetzt nicht ran, oder wie? Oder muss ich von dieser Seite aus? Nee, da ist doch der Tisch. Also bitte, Heather, geh doch die Leiter rauf. Dankeschön. Meine Güte. Also Silent Hill ist echt nach wie vor sehr gruselig, obwohl ich jetzt den dritten Teil ja wirklich schon eigentlich ganz gut kenne oder zumindest auch kennen sollte. Da ist einfach nur ein Abgrund oder so. Warum ist das hier? Dies ist kein Krankenhaus. Oh mein Gott. Na, wenigstens ist hier nicht noch irgendwie eine beunruhigende Musik oder so. Und Gegner sind hier auch erstmal keine. Eine Rolltreppe. Aber hier geht's ja gar nicht weiter. Warum? Ich kann auch nichts sehen hier. Die Dunkelheit ist nicht zu erleuchten. Einfach nur schwarz, was auch schwarz bleibt. Ist ja wirklich sehr mysteriös und sehr unheimlich. What the fuck? Ach so, hier der Fernseher ist das. Trotzdem. Ist das nicht? Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts hören. Was das wohl war. Ich dachte, ich hätte jemanden Papi sagen hören. Ja, man hat auch kurz jemanden gesehen. Das war doch Cheryl. Aus dem ersten Silent Hill Teil. Da war doch diese Szene dann auch, wo Harry das da gesehen hat. Auch? Ja, das war genau auch hier in so einem Einkaufszentrum, oder? Ich glaube schon. Ist ja cool, dass es so eine Parallele ist. Ich meine, ich habe ja vorher auch das erste Silent Hill Spiel nicht gekannt, aber dann habe ich es im Let's Play von Andy gesehen. Ganz schön heftig. Fußweg, zweiter Stock. Okay. Okay, Leute, die Zeit ist auch rum, deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.